Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Delta Wolf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen auch zum großen Preis von Österreich. Ganz am Anfang zeige ich euch hier einmal mein Setup, mit dem ich sozusagen das Qualifying und das Rennen entsprechend bestritten habe. Die Herausforderung lag einfach darin, dass es sowohl im Qualifying als auch im Rennen geregnet hat und ich dementsprechend mein Setup ein bisschen anpassen musste. Ich habe entsprechend das Setup geladen vom Zeitfahren, das Video habe ich auch schon hochgeladen. Laden und habe ein bisschen meine Flügel, Bremsdruck und einiges mehr angepasst. Den Experten unter euch wird es schon aufgefallen sein. Jetzt sieht man hier kurz noch meine schnellste Rundenzeit in Q3. Die Zeit möchte ich mal kurz nutzen. Ja, weniger als 1 Minute 5 Sekunden wird es dauern, aber ich möchte die Zeit nutzen. Den Experten unter euch ist es schon aufgefallen, dass ich nicht mehr für die Formel 1 Online-Liga fahre. Ihr konntet ganz am Anfang das neue Logo sehen der neuen Liga. Die neue Liga heißt F1R und das R steht für Revolution. Und die Liga ist ganz, ganz niegelnagelneu, noch frisch, taufrisch, kann man sagen, und hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit um die 150 Mitglieder zu gewinnen. Und das ist eine ganz, ganz große Leistung. Das liegt auch unter anderem an die Ligaleitung. Einen schönen Gruß von meiner Seite aus. Und wenn, ich kann dafür wirklich nur Werbung machen, wenn ihr Bock und Lust habt, mal Formel 1 zu fahren auf der PS4, schaut mal vorbei. Rookie-Rennen wird es auch geben für die Anfänger sozusagen. Und wie gesagt, kann die entsprechende Liga wärmstens empfehlen. Einen Link werde ich entsprechend in die Videobeschreibung reinpacken. Und zack, ist es auch schon vorbei. 1 Minute 4771. Wofür wird es reichen? Genau, für Platz 6. Also, man sieht hier, ich konnte mich sowohl für Q2 und Q3 qualifizieren. Es lief alles wie am Schnürchen. Immerhin hatte ich keinen Maximizer gehabt, der mich sozusagen daran hinderte, eine Qualifying-Runde zu fahren. Ich war glücklich, ich war froh. Hier noch ein kleiner Hinweis, ein bisschen mehr Sprit nehme ich immer ganz gerne mit, vor allem in trockenen Phasen. Warum? Weil ich doch ganz gerne mal über längere Phasen ganz gerne mal auch mal mit fettem Gemisch fahren möchte. Und das wird man dann auch entsprechend im Rennen teilweise auch sehen, dass ich das exzessiv teilweise genutzt habe, die Möglichkeit. Dann kommen wir jetzt hier auch schon zur Einführungsrunde. Ich muss sagen, mein Herz hat gebibbert vor Freude, aber auch vor Aufregung. Ich wollte unbedingt ja schadenfrei um die ersten 2, 3 Kurven kommen und ob mir das gelungen ist, werden wir jetzt auch in Kürze gleich sehen. Es ist viel passiert, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen aus meiner Sicht. Wie gesagt, mit P6, das ist, wenn nicht sogar die beste Platzierung in der Sim 1. Es ist jetzt hier das 9. Rennen von insgesamt 11, was noch fehlt ist Silverstone und Deutschland, aber es interessiert uns jetzt hier nicht. Wir sind hier direkt beim Start und man sieht sofort Element OP, was ist da los? Er kam einfach nicht weg vom Fleck. Ein Dreikampf vorne wurde dann zu Zweikampf degradiert und ich musste ein bisschen, ja, das ist meiner Vorsicht geschuldet, ein bisschen Platz lassen, ein bisschen federn, abfedern. Ja, nicht irgendwie Kontakt zu bekommen zu Element OP. Aber ich konnte meinen Angriff hier entsprechend erfolgreich durchführen und den 7. Platz zumindest wieder zurückergattern. War aber noch nicht ganz zufrieden. Hier links, rechts, links. Wo möchte ich, wo kann ich und wo will ich vorbei? Hab mich aber doch dazu entschlossen, doch eher ein bisschen mich hinten anzustellen. Immerhin, man sieht es oben rechts, es ist ja immer noch die erste Runde von 71. Also da kommt noch einiges auf mich zu, was ich zu diesem Sportzeitpunkt noch nicht ganz wusste. Ja, man sieht, die ersten 6 Fahrer sind vor mir, die fahren weg, hatten auch gutes Tempo gehabt, aber ich konnte einigermaßen mithalten und da gehen mir auch gleich die Lampen aus. Das war sehr, sehr knapp. Wahnsinn. Das war, hab mir auch leicht verschätzt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so nah rankomme. Galli, auch ein schöner Zweikampf in 2 Akten, kann man so sagen. Der erste Akt sehen wir jetzt hier. Versucht sich rechts an mir vorbeizuschleichen, der Lümmel. Und dann entsprechend konnte ich den Pleat-Platzierung wieder zurückerobern. Und somit ist auch der 2. Akt hiermit abgeschlossen. Die nächste Szene, da konnte ich profitieren von Bennys kleinen Ausrutscher, der sich doch gedreht hat, aber das Ganze blieb für ihn folgenlos, was zumindest die Karosserie betrifft. Ich war dann zu dem Punkt 6. Ah, doch, lieber nicht. Ich musste hier einen Platz zurückgeben an Galli, der dann entsprechend meinen 6. Platz übernommen hat, zeitweise. Und jetzt kommen wir zur
zur Szene des Tages. Ein flotter Dreier vorne mir, zwei haben sich sozusagen einander beschädigt und haben den dritten, den Kali, schön mitgenommen. Mich irgendwie gefühlt auch, aber irgendwie dann auch wiederum nicht, weil mein Auto blieb unbeschadet. Aber das war halt eben deswegen flotter Trotter, vor allem weil es drei Fahrer betroffen hat, davon zwei sozusagen das Rennen nicht mehr weiterfahren konnten und das Ganze ging einfach verdammt flott vor sich. Wow, das war eine Szene, die werde ich so schnell nicht vergessen und mit ins Bett nehmen. Mein Gott. Aber wie dem auch sei, also auf jeden Fall werde ich entsprechend hier das Rennen weiterfahren können, ohne in die Box fahren zu müssen, um meinen Freund Spoiler auszuwechseln. Wir kommen jetzt hier zur 22. Runde. Da hat Veteraner, pardon, Knippchen mich jetzt hier überholt. Klar, hat die frischeren Reifen und man sieht hier, wie gut er wegbeschleunigen kann. Da hatte ich einfach schlichtweg keine Chance gehabt, den ersten Platz wieder zurückzuholen. In der 22. Runde war es dann auch schon für mich Zeit, meine Schlappen auszuwechseln. Von hinten hat auch Veteraner schon angeklopft. Er wollte dann entsprechend auch mich in der nächsten oder spätestens übernächsten Runde überholen. Daraus wurde nicht zumindest kein direkter Schlagabtausch, weil ich entsprechend in der Box war. Dann, nach der Box, kam ich hinter Benny, der ja seinen Ausrutscher hatte, wieder raus. Und man sieht, Benny greift Wichtel an. Wichtel hat hier die deutlich älteren Reifen und konnte sich nicht wirklich wehren. Schade, schade, aber so ist das manchmal. Ich persönlich wollte natürlich das Gleiche tun, was auch Benny geschafft hat. Entsprechend hier fettes Benzingemisch und ERS. Aber man wird auch gleich sehen, hier wurde mit stumpfen Waffen gekämpft, weil Wichtel entsprechend auch eingesehen hat, dass es Zeit wird, die Boxengasse aufzusuchen. Dann kommen wir zu einer Szene. Benny SKM hat oftmals nicht den richtigen Bremspunkt gefunden, warum auch immer. Ich habe dann entsprechend die Chance genutzt, um ihn sozusagen zu überholen. War ein bisschen eng, aber er hat mir genügend Platz gelassen. Also hier gar keine Kritik. Wenn Kritik, denn nur in positiver Hinsicht, denn es hat einfach Spaß gemacht, mit ihm zu fighten. Und vor allem hatte ich eine Riesenfreude gehabt, rundenlang seinen hübschen Rücken zu entzücken, pardon, zu anzuschauen. Das werden wir aber auch gleich hier nochmal entsprechend sehen. Dieser Benny wird entsprechend mich hier gleich nochmal überholen. Ich hatte ERS, ja, beziehungsweise kaum Energie gehabt, um entsprechend vernünftig hier ERS nutzen zu können. Und dementsprechend musste ich entsprechend hier den vierten Platz abgeben. Aber jetzt habe ich hier so einen kleinen Zeitraffer mit eingebaut. 32. Runde, 35. Runde und man sieht, okay, 39. Runde von der Platzierung her tut sich nichts und auch vom Bild insgesamt tut sich nicht. Dieser Benny ist immer schön vorneweg gefahren. Und jetzt, man sieht hier eindeutig ein paar Regentröpfle, die vom Himmel runterfallen. Das bedeutet, die Rennstrecke wird etwas feuchter. Und umso feuchter die Rennstrecke wird, desto schwieriger und anspruchsvoller wird es entsprechend, das Auto stabil zu halten. Der Veteran hat ganz, ganz große Probleme gehabt, denn von Reifen kann man jetzt hier nicht mehr sprechen. Lediglich auf gefühlt Felgen fährt dieser junge Mann, denn er fährt seit über 30 Runden mit seinen roten Reifen und das merkt man einfach eindeutig, dass er entsprechend pro Runde schätzungsweise 1 bis 2 Sekunden verloren hat. Aber ich fühlte mich hier so in einem kleinen orangenen Sandwich. Vorne und rechts ging nichts sozusagen, aber auch hier konnte ich viel besser rausbeschleunigen, sodass ich keinen weiteren Zweikampf mit Veteraner befürchten musste. Weil ich vergessen habe, entsprechend die letzte Sequenz aufzunehmen bzw. zu speichern, aufgenommen habe ich es, aber ich habe leider danach entsprechend frühzeitig meine PlayStation ausgeschaltet, ist das Videomaterial leider abhanden gekommen. Stattdessen habe ich das Videomaterial vom Streaming genommen, um euch zumindest für die letzten 19 Runden meine persönlichen Highlights hier darzustellen, so gut es halt eben geht. Jetzt hier habe ich kurz noch was eingebaut, und zwar einen Boxenstopp. Mir ist es persönlich noch nie aufgefallen, dass man entsprechend, wenn man einen anderen Reifensatz auswählt, unbedingt Boxenstopp vorher anzusagen. Ich habe ungefähr 5 Sekunden umsonst gewartet. Ja, sehr, sehr ärgerlich, bis die entsprechenden richtigen Reifensatz da hat. Dementsprechend, und ich hatte noch ein, zwei Fehler noch am Ende eingebaut, sodass der Abstand einfach viel zu groß war zu Gully, sodass der 6. Platz am Ende eingefahren werden konnte. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Platzierung und nicht nur ich bin damit sehr zufrieden, sondern auch mein Teamkollege Max Kamstappen. Wir werden hier auch gleich nochmal eine schöne Auflistung der einzelnen Platzierungen sehen. Wenn ich diese Szene dann sehe,
Dann denke ich, schade, ich hätte auch da sein können. Wiederum muss ich auch sagen, mit Platz 6 bin ich auch so durchweg zufrieden, konnte das Tempo doch ganz gut einigermaßen mitgehen und möchte mich dann entsprechend dann auch hier sagen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgefahren sind. Vielen, vielen Dank auch an die Streamer. Und ja, dann, wenn ich das Bild auch sehe, dann kann ich auch noch sagen, herzlichen Glückwunsch, Schnippchen. Ein, sag ich mal, souveräner Sieg kann man sagen. Auf Platz 2, Benny, schöne Zweikämpfe gehabt, hat Spaß gemacht. Und Lukas, auch von meiner Seite aus, alles, alles Gute zum dritten Platz. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in 3 Wochen in Silverstone in Britannien. Ich freue mich schon mega darauf, mein Team und Kollege auch, so viel sei gesagt. Und dann wird es ein neues Video im Format von der Formel 1 Revolution geben. Ich grüße euch, bis zum nächsten Mal, euer Delta.